Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was zu erlegen. Waffen. Ich habe nämlich auch Waffen ohne Ende. Ja, geht mir genauso. Doppelläufige. So, jetzt transferieren wir mal. So, ich will die Munition rüber, ich will die 45er rüber, ich will die 38er rüber, ich will das rüber, ich will die Granate rüber. So, was haben wir denn noch an Zeug dabei? Unter diverses Schießpulver haben wir schon wieder so viel. Schrott habe ich gelagert. Moment, ich kann mal Munition wieder mitnehmen. Dann nehme ich mir nämlich die. Ich glaube, ich habe nämlich eine Menge Schrot gehabt. Ja. Dann habe ich nämlich noch eine Nahkampfwaffe zusätzlich, weil die habe ich im Moment nämlich nicht. Also nicht genug Munition zumindest für eine meiner Nahkampfwaffen. Ja. Gut. Wo immer du bist. Los, Freie verziehen, Scheiße. Radikale. Ich muss ins. Was wollen die denn hier? Nicht Verpisst euch hier. aus meinem Viel Camp. Glück mit den Kerlen. Was willst du von mir? Wir kriegen den Schatz sowieso. Ach, die suchen immer Also den blöden spiel Schatz. einfach mit, okay? Die sind freie Radikale, das ist mit dieser Crane-Mission, die suchen den Schatz. Das sind die, die wir mit diesem Schild angelockt haben. Ja. So, dann gehen wir mal weiter zu unserer Hütte. Wir brauchen ja nur der dieser Richtung der Straße folgen. Ich hab mal eingeschüchtert. Okay. Bin jetzt Level 15. Hier lang. Na, Ich anders gehe jetzt lang. erstmal. Wie lange bleibt es denn hier? Bis 16? Oh, ich bin auch bald wieder Level 16. Funny ist, wie nennt man einen betrunkenen Mr. Handy? Eine Rumkugel. Der ist gut. Der ist nicht schlecht. Kann ich eigentlich irgendwas verbessern, wenn du da so beschäftigt bist? Nehme ich den Kannibalen oder nehme ich Braver Hund? Hier der Verschluss. Keine Ahnung, ich bin gerade dabei, mal meine Waffe zu verbessern. Weil Braver Hund, Hundefutter hat eine dreifach so positive Wirkung. Ich mach gerade mal meine Waffe besser. Kannibale? Das Verspeisen von menschlichen Ghoul, Supermutanten, verbrannten oder Grauhauer Leichen stellt Gesundheit wieder her und senkt den Hunger. Ich nehme das einfach mal, das hört sich lustig an.
Dann mach du mal, ich wurde mal in der Zeit noch mal. Ein bisschen. Ich repariere nur eben. Mach nur. Kann ich nebenbei essen. Kann man die Schrotflinte irgendwie modifizieren? Mal gucken. Standard. Ja, kannst du. Ja, ich gucke gerade, was ich kann. Überlegene Reichweite, Präzision. Oh, wird sie aber schwerer. Bei Reichweite wird sie leichter. Verlängerter Standardlauf. Machen wir den drauf. So. Großer Standardkolben hat sie schon. Als Visier machen wir mal einen Rotpunkt oben drauf. Mündungsbremse habe ich nicht. Okay, die haben wir auch verbessert. Ich gucke nämlich gerade mal, wie ich meine Waffen mal verbessern könnte hier. Die 44er. Habe ich da noch irgendwas Neues? Hi, Sleepex. Ja, machen wir. Ich mache meine Waffen nämlich gerade mal ein bisschen leichter mit verschiedenen Modifikationen. Mach das mal. Stabilisierter kurzer Lauf, hat nicht so eine Reichweite, stabilisierter Stummel, solider Stummel. Nee. Dann gucken wir nochmal die Maschinenpistole durch. Nee. Okay, ich glaube, das war's. Wir haben den Flughafen mittlerweile nicht mehr im Besitz, by the way. Wundert mich nicht. Ja gut, wir haben ja auch lange schon nicht mehr gespielt, ne? Ja. So, jetzt habe ich auch die doppelläufige Schrotflinte ein bisschen verbessert. Ja, ich will nicht schlagen. Ja, sehr schön. Da habe ich auch 224 Schuss für, 225. Passt. Aber heute sind relativ viele auf dem Server, wo wir jetzt auch drauf sind. Weihnachten. Ja, ich meine nur, das eine Mal, wo wir auch so viel hatten, hat es ja übelst gebuggert. Ja, und es sind Ferien, kommt auch noch dazu. Ja, aber nicht überall auf der Welt. Und wenn ich das richtig sehe, es gibt einen bei den weißen Gebäuden mit dem grünen Dach, der ist 656er Level. Oh. Also der spielt das Spiel schon ein paar Tage länger. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir die Lowbobs. Sind wir auch. Alter, es gibt noch einen 669er. Der ist beim Flughafen. In der Nähe. Jetzt habe ich das verdorbene Fleisch gegessen. Okay, kann man mal machen. Nicht zu empfehlen, schmeckt nicht so gut. Stimmt ja, hier ist ja jetzt ein Toter, ne? Wenn ich den jetzt esse, kann ich den essen? Kann ich den essen? Leiche essen, Tatsache. Ja, das geht. Ich krieg zwar ein bisschen Strahlung. Partygeschenk, Konfetti. Ich mach nämlich gerade nochmal so Buffs neu. Ich hab noch hier zwei davon pro Stück. Auch noch Buffs ohne Ende. So, jetzt können wir mal losziehen zum Haus. Nein, ich schieb mir jetzt erstmal kurz verdünntes Red Ray rein. Jetzt habe ich zwei gefuttert. Na gut, Gott sei Dank, es war nur das Verdünnte. So, jetzt können wir. Auch schon wieder bei 3 Stunden. Ich will mal ganz kurz nur mal eben auf die 4 was drauflegen. Oh, ich habe endlich habe ich auf der 5 jetzt das Fernglas. Die taktische Doppelläufige. So. Da hinten steht jemand. Blutadler Beobachter. Gleich nicht mehr. Ich habe ihn nicht getroffen. Also ich habe nicht die Reichweite gehabt.
Ne, der ist noch zu weit weg. Jetzt hast du ihn alarmiert. Ich hab ihn aber auch getroffen. Ah, dann nehmen wir die Festung mal eben ein. Na, ja, dann nehme ich auch eine Schrot. So gut, Idee. Hab ich ja jetzt auch. Hunde? Der hat Alarm gemacht. Oh. Läuft. Wenn ich sterbe, explodieren die in Konfetti. Ich weiß. Erledigt. Ich hab grad mit drauf geschossen. Oh Junge. Muss man nachladen. In der Nähe ist irgendwas. Ja. Yep. Oh. Ja, wenn ich die fresse, das gibt gut zurück. Und für da 9. Den, den wir vorhin angeschossen haben, Beobachter. Ja, ja, lass den noch erstmal herkommen. Hab ihn erledigt. Okay, hier sind wir wieder draußen. Ja, das geht da drüben noch weiter. An den Seiten hoch irgendwie. Ich suche ja gerade den Weg. Hier, hier. Ich hab ihn. Da sind nämlich noch mehr da drüben. Da hat einer eine Panzerfaust, glaube ich. Ja, der ist mit einer Panzerfaust ausgerüstet. Den schnappe ich mir. Dann mach ich, hab ihn auch im Visier. Warte. What the fuck? Ist er weg? Ich bin runtergefallen. Kommt auf uns zugerannt. Scheiß Misthöhle. Raketenwerfer! Wo denn? Bei dem Typen mit dem Raketenwerfer habe ich gerade eingekriegt. Raketenwerfer. Hier ist ein Plasmagewehr plus. Ich bin maximal überladen. Das kann ich nicht liegen lassen. Ich kann kein Plasmagewehr liegen lassen. Das kann ich nicht. Vor allen Dingen nicht plus. Ich kann alles andere liegen lassen, aber nicht Pluswaffen. Weil die bringen dir dann auch beim Entdingsten ganz gute Sachen. Also selbst wenn du sie nicht behältst. Und ich hatte schon irgendwo Plasma-Kartuschen aufgesammelt. Ja, die haben wir beide schon aufgesammelt. Ja. So, jetzt gucke ich mal hier drüben, was der hier hat. Der hat nix. Im Moment sind auch keine Feinde zu sehen, wir wahrscheinlich in der Hütte hier gleich wieder. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich höre Stimmen. Ich mache es. Wenn sie mir den Rücken zukehren, schwör ich. Da ist was. Unten. Was ein Safe. Ich sollte der Boss sein, aber sowas von. Hier drüben bin ich. Ich weiß, ich habe da unten gedacht, ich sehe was.
Da kommen wir, glaube ich, sowieso hin, wenn wir hier durchs Haus gehen. Mir ist so langweilig. Und hier geht's die Treppen nach unten. Wo sind noch mal meine Camps? Hier ist runter. Ich lebe noch. Aber wie kann das Safe sein? 2. Ich habe kein 2. Ich muss endlich mal Safe Skillen machen. Hier sind Leichen drin. Hier ist eine Wohnung. In der Hütte. Ja, ich bin hier gerade in einer Wohnung gelandet. Eine Tür. Waldschatzkarte. Ja, hier ist, Park. Hier ist die Bar. Hier sind Stimmen. Ich bin in der Bar. Entsperren 2, Skill 2 erforderlich. So, Employees only. Ist hier jemand drin? Nee. Hier geht's aber wieder nach oben. Hier geht's nochmal nach unten. Nuka-Cola Cranberry. Wusstest du, dass es das gibt? Nee. Also ich habe hier gerade die Hütte von denen gefunden, wo die wohnen anscheinend. Pumpitz. Hier bist du. Bin buff out. Treppe nach unten. Ja. War klar, dass Ducky direkt die Bar gefunden hat. Direkt ja, der Nase. Direkt die Nase dafür. Aber hier kommt man nicht rein. Hier brauchst du Skill 2 für und hier geht's nochmal eine Treppe nach unten. Hier war ich nämlich noch nicht unten. Ich guck jetzt mal runter. Da ist ein Gegner. Wow. Der hat so ein scheiß Lasergewehr. Das Laser tut nämlich übelst weh, dieses Lasergewehr. Deswegen habe ich es mitgenommen. Das habe ich nämlich gemerkt, wie weh das tut. Oh, ich habe eine neue Rüstung gekriegt. Die muss ich mal kurz checken. Und ich muss mich auch mal kurz heilen. Stimpack. Rüstung. Pistole. Rechter Arm. Ja, das nehme ich doch mal eben. Oh Gott, Wasser, Karotte. Doch bei der anderen. Pfeffermühle. Salisbury. Lernen. Hier sind noch drei. Hier sind noch drei Bier im Kühlschrank. Seife. Ich nehme mal Seife mit. Leerer Whisky. Eine Kaffeedose. Ja, aber die Wodka-Flasche, die da mittig steht, die zu ist, die nimmst du natürlich nicht mit. Ich bin auch schon wieder fast überladen gerade. Und du nennst dich Alkoholiker. Ich bräuchte aber wieder eine Dingsbums, du weißt schon. Eine ordentliche Dröhnung? Nee, eine Werkbank. Ach so, das. Wir irgendwo eine Werkbank haben. Ja, unten drinne garantiert. Hier liegt eine Rakete, die nehme ich mit. Hier ist doch eine Werkbank. Dann kannst du auch eine Waffenwerkbank. Wo denn? Wo ich vorstehe. Ist ein bisschen versteckt anscheinend. Die haben sie gut versteckt. Dann kann man ein bisschen was einsammeln noch und verdingsen. Ich habe nämlich vorhin durch meine Aktion mit der Waffenaufwertung habe ich viele Materialien von mir verbraten. Alter, der Raketenwerfer ist richtig gut. Ja, ist er.
Wiegt halt aber auch 20 Kilo. Hatte ich schon bei Fallout 4 öfter mal benutzt. Und die Maschinenpistole gefällt mir auch. Ja. Ich muss erstmal wieder Rohstoffe nämlich herstellen. Plasmagewehr. Ganz akzeptabel. Ich sammle jetzt erstmal alles an Rohstoffen ein, was ich irgendwo finde, und dann wird es erstmal verdingst, damit ich wieder Rohstoffe habe. Das nehme ich mit. Na, sammel doch nochmal 3 Minuten. Ja, ich sammle erstmal alles, was ich kriegen kann. Ich habe mir eine Krankheit eingefangen. Was für eine Krankheit? Mal kurz gucken. Anscheinend eine Krankheit, wo ich mehr tragen kann. Das ist ja geil. Läuft. Parasiten, nee, Parasiten, regelmäßiger Verlust von Nährstoffen. Also muss ich mal was dagegen nehmen. Essen, Trinken, Hilfsmittel, Medics, nee, Heilmittel. Ja doch, damit konnte ich auch mehr tragen, aber ich verbrauche halt mehr Nahrung. Na gut. Die Vase nehme ich noch mit. Das nehme ich mit. Gesamten Schrott. Zack. Das noch weg. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch mehr loswerde. Also die Frau, die hier vorne aufgegangen wurde, die tut mir auch so ein bisschen leid. Ja, so ein bisschen. So ohne Kopf. Macht bestimmt Aua. Das auf jeden Fall. Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Kann ich verstehen. So, ich bin schon wieder fast eine Tür, ey. Ich glaube, wir sind hier im Haus sind wir durch. Ja. Jetzt geht's halt zu dieser komischen Hütte im Garten. Ich habe hier 3 Bier gefunden. Ja, ich habe noch. Sind alle leer. Ich gucke jetzt gerade mal in diese Hütte im Garten rein, deswegen. Ja. Da ist eine Powerrüstung. Eine Powerrüstung. Eine vollständige. Raider Torso, linker Arm, linker Bar, linker. Ich gucke gerade. Jetzt hängt's. Ja, ist eine komplette. Ja, ich kann gerade nichts machen. Irgendwie hängt er jetzt. Er bewegt sich zwar. Dann muss man an der Seite gehen. Geht nicht. Ich kann mich drehen. Powerrüstung kann ich gar nicht auswählen. Ich kann nicht mal auf Escape gehen. Er hat sich gefree. Also ich kann mich drehen. Ich kann auch schießen. Jetzt habe ich sie. Ich habe sie an. Kannst du jetzt schon eine Powerrüstung komplett anhaben? Weiß ich nicht. Ich habe sie an. Na naja, wobei, wir sind Level 15. Die ist auch nicht komplett. Es fehlt ein Arm. Es fehlt ein Bein und es fehlt ein Helm. Das ist Torso, linkes Bein, linker Arm. Rechtes Bein, rechter Arm. Ich hab auch noch ein bisschen Energie. Cool. Achtung, nicht erschrecken. Was? Wir sind jetzt zu dritt im Voice, deswegen. Achtung, nicht erschrecken. Ja, passt doch. Nur den Hallo? Rest? Hallo? Ja. Hi.
So. Gibt er sich erstmal die nächste Power-Rüstung, gell? Das ist ja nur ein Teil davon. Nur ein Teil, ist eine fast vollständige. Ein Badeanzug möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Einmal im Bikini kämpfen? Ich habe ein Kleid gefunden in dem anderen Spielstand, den ich dann gelöscht habe. Erstmal alles entdingsen, was ich nicht brauche. Das weg, das weg. Jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen mehr tragen hier. Wir sind aber auch noch nicht an dem Haus. Das Haus, wo wir hin wollten, ist hier oben irgendwo. Wo du hin wolltest. Ich folge dir einfach nur. Na gut. Das ist nämlich diese Hütte da. Genau, die Hütte ist das. Auf der anderen Seite vom Camp, dieser Raider. Ich fühle mich schon so langsam wie so ein Hausmädchen dir. Von dir. Ich nehme ständig Whisky und den ganzen Scheiß mit. Falls du irgendwann mal trocken bist. Das ist mal notdürftig. Dich beliefern kann. Ich such grad, wie wir da oben reinkommen. Alles grau. Da ist irgendein Eingang. Guck mal. Geben Sie ja, sich zu Eingang erkennen, gefunden. Eindringling. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Wo ist der Roboter? Ich sollte eventuell mal was trinken. Mach das. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Kaum noch AP immer gehabt. Kein Wunder, wenn ich nicht trinke. Oh, hier ist ein Labyrinth. Das Torrance-Haus ist das. Ja, aber zu der Hütte hinzukommen ist jetzt nicht schwer. Ich bin ja drin. Also ich stehe davor. Also ich laufe gerade drumherum. Ich bin jetzt hier vorne. Ich bin hinten rum reingegangen. Und erschieße gerade den Protector hier. Stufe 15! Sind wir beide. Immer noch. Ansonsten könntest du beispielsweise auch nicht die Power. Das war ein Score-Update. Irgendwas beim Score habe ich gekriegt. Da ist nämlich gerade was zusammengeschossen, also eine Leiste voll geworden. Hier geht's rein. Brauchst du einen Besen hier? Die steht ein Hexenbesen. Nee. Nächster Protektor. Versuchen Sie. Score Challenge, ja. Das war Score Challenge. Ich habe auch jetzt bin ich Stufe 16. Ich bin mal wieder überfüllt. Hier geht eine Treppe hoch. Ich muss mir kurz skillen, warte. Naja. Ich suche gerade Schlossknacken. So, bin bei euch mit auf dem Server jetzt. Okay, Moment. Ich mache ja. Ich suche gerade. Oh. Ja, manchmal bricht heute meine Stimme weg. Das ist echt unnormal.
wenn sein Körper sagen möchte, nö, du hörst jetzt auf zu reden. Oh, abgekochtes Wasser. Einbrecher, da habe ich es doch, das habe ich gesucht. Nehmen wir... So, Kiste, naja, Terpentin brauchen wir jetzt nicht, um den Kronkorken. So, ich habe mich erstmal auf Einbrechen geskillt. Damit du jetzt auch mal knacken kannst. Ja. Wo geisterst du rum? Eine Etage über dir. Wie geht's da hoch? Ja. Ach, da außen. Ach so. Übers Baugerüst. Si, Senor. Deswegen sagen die Vermieter auch immer, bei Baugerüsten muss man die Versicherung informieren, weil man leicht einsteigen kann, so wie wir das gerade tun. So. Lass mal deine Powerrüstung stehen und lass mich mal da drin rumlaufen. Wieso? Ich bin immer noch maßlos überfüllt. Oh, ich hab einen Teddybär gefunden mit. Hier ist auch ein Ehepaar. Ja. Huber. Ja. Steht da. Genau. Und noch eine Flasche. Und eine Bulle Wein. Ja. Das ist auch das Richtige für dich. Wo können wir noch irgendwo hin, wenn wir hier oben gerade einmal sind? Torrens Haus. Ich weiß es nicht. Also, ich habe keinen weiteren Eingang entdeckt. Da ist ein Augenbot. Und da drüben ist noch ein Raketenwerfer, Fuzzi. Den haben wir übersehen. Ich habe noch so einen Raketenwerfer, Fuzzi, entdeckt. Jetzt geht er runter natürlich, war klar. Es gibt ein Labyrinth. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da unten sind Gegner. Ja, vor allem im Labyrinth. Ich bin mal eben im Labyrinth. Headshot. Ausgeschaltet. Die ist auch ausgeschaltet. Wo ist jetzt der Raketenwerfer, Arsch? Da hinten. Wow, Alter. Braucht einer von euch einen Bauplan? Und was? Einen Bauplan? Ich habe gerade einen Bauplan gesammelt. Keine Ahnung, war für was denn? Für eine Badewanne. Nee, ich glaube im Moment nicht. Wow. Die Tante mit ihrem scheiß Raketenwerfer. Bleib doch mal stehen irgendwo. Wo sind denn jetzt hin? Da ist sie. Jetzt ist sie wieder weg. Fusionszelle. Ich möchte auch eigentlich nur den Tresor aufknacken. Rotpatron. Hat irgendwer immer noch nicht, du hast noch nicht genug anscheinend. Ach. Ich bin eh maßlos überladen, von daher kann ich halt auch alles mitnehmen. Die ist auch tot. So, das Massaker da unten ist fertig. Ich kann nicht mithelfen, ich habe null Muni. Sind die hier alle tot? Ich hab da eine ganze Menge gerade gekillt. Munition, der ist leer. Also für das Kratzen im Hintergrund tut's mir leid, das sind meine Hasen, die im Hintergrund ein bisschen Randale schieben. Hört man nicht. Gut. Also ich höre sie zumindest nicht.
Sie versuchen sich auch gerade zu beherrschen. Ich hoffe, sie schlafen bald. Oh, ach nee, Alter. Hier ist noch einer, Freunde. Wo denn? Irgendwo? Ja, ich bin da, wo ich jetzt gestorben bin, gefühlt eine Etage höher. Nee, hier von hinten. Das hört sich extrem scheiße an. Sorry. Dankeschön dafür. Sonst im Pack. drei Kugeln erstmal in den Körper kriegen. Lecker. Da freut man sich. Plasmakartusche und rückstoßgedämpfte Plasmakanone. Die nehme ich doch mal mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr versuchen, im Camp separat eure Waffen zu modifizieren. Ich weiß noch nicht, ob das machbar ist. Aber ich habe meine schon soweit. Das ist machbar. Du kannst halt deine Waffen umher. Das Problem ist halt einfach nur, wahrscheinlich dadurch, dass du ja schon zig Milliarden Level höher bist, können wir dann unsere Waffen nicht mehr benutzen. Das kann passieren. Kann womöglich wirklich der einzige Grund sein, was sein könnte. Ja. Hier hat jemand ein Häuschen gelassen. Ja, hier liegt eine Splittergranate plus. Nö, da war bei mir gerade ein. Hat die hier unten auch schon? Wo unten? Da drin hat er die Power-Rüstung her. Die Raider-Rüstung, ne? Ja. Den Teil davon. Einer von den vielen. Es ist egal. Das Gute, was du gemacht hast, ist gerade bei diesen Power-Rüstungen, du kannst halt mehr Schrott mitnehmen, ne? Ja. frag mich mal. Du wirst wahrscheinlich. Wir können ja mal so ein paar Spot abtackern. Nee, wir haben ja jetzt, also mittlerweile haben wir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 unterschiedliche Rüstungen zusammen und Chassis. Ja. Hier ist noch einer drin, ne? Ich höre hier Stimmen. Die habe ich vorhin schon gehört, aber da haben wir noch nichts gefunden. Bei mir ist das Problem, 231 Kilo. Mhm. Und 175 Kilo kann ich maximal schleppen. Ich kann helfen, warte, ich versuch mal. Ich schlag ihn einfach. Ich kann nichts machen, ich hau ihn. Du musst halt immer nachladen. Oh nein! Sorry, dass ich dich angegriffen habe. Oh, Kinders. Alter, ich bin schon wieder K.O. Ey, ohne Waffen ist das einfach Schrott. So, die ist außer Gefecht. Die war da jetzt nicht so schwer, Jungs. Du musst ihn ja auch erstmal ins Team einladen, wenn überhaupt. Du bist Chef, nicht ich. Ich bin Chef. Na, das wusste ich gar nicht mehr, weil du sonst immer Chef bist. Ja, diesmal warst du aber schneller. Habt ihr irgendwo eine Stashbox stehen? Irgendwo auswärts, ja. Oh. Ach stimmt, Team beitreten, da war ja was. Warte mal. Habt ihr ein öffentliches Team oder so ein privates Team? Nee, beim Streaming kein öffentliches. Definitiv nicht. Nee, das wird ein bisschen... Ach so, dass Leute beitreten können und damit quatschen können. Ja. Ja, gut. Richtig. Das gibt's bei uns eigentlich. Beim Stream gibt's kein öffentliches. Dann weißt du, wie es mir geht mit meinen Lagerbox. Der Herr. Ja, Lagern allgemein, das ist brutal. Ja, das solche Spiele bringen mir jedes Mal das Genick zum Knacken. Weil ich sammle alles und selbst wenn es halt 5000 Zeitungen sind, die brauchst du halt nicht, dann ich hab sie trotzdem. Das kenne ich, das Problem hatte ich anfangs bei dem Spiel auch. Ich habe alles gesammelt, was ich konnte und hatte am Ende so viel Schrott drin, dass ich gar nicht wusste, wohin damit. Ja, mittlerweile ab und zu lasse ich halt auch was liegen, ja, aber wenn es danach gehen würde, wenn es halt unendlich Inventar geben würde, ich würde alles mitnehmen. Rigoros. Da ist eine Schatzkarte drin, Haarklammer. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Die Schatzkarte habe ich schon. Perfekt. Aber ich glaube, du sollst mal stehen bleiben. Ich will ihn gerade einladen. Ich gucke gerade, weil ich ihn nicht in der Friendlist sehe. Warte, im Team einladen. Habe ich bekommen? Oder so. Jetzt hast du 2 gekriegt. Klebeband. Mitnehmen, ganz wichtig, Klebeband. Brauchst du auf jeden Fall. So, aber ich will jetzt mal hier den ganzen Trash. Alter, da unten möchte ich ungern reinlaufen. Ich bin ein gefundenes Schießfutter. Ja, ich bin erlaubt mit Zielscheibe.
Wo seid ihr gerade? Ich bin in dem Raum, wo du nicht reinlaufen wolltest und mach die gerade kalt. Achso, ja gut, ich hab hier nur so einen kleinen... Ich könnte ein paar Nägel in der Wände kloppen. Aber... Oh Mann. So. Ich bin unten im Garten und bin an der Waffenbank, um einmal meinen ganzen Schrott erstmal zu verwerten. Gut. Ich brauch Platz. Lasergewehr, schon mal eine Sache, die schon mal ganz gut ist. Hier ist ein Tresor, Jungs. Fehlt uns der Skill für. Achso. Den Tresor haben wir schon entdeckt. Habt ihr grünen Daumen als Perk-Karte reingepackt? Noch nicht, glaube ich. Wofür? Ist ganz gut, wenn du Sachen sammelst, dann kriegst du die doppelte Menge meistens raus. Du fehlst mir. Wer labert hier? Wo bist du? Ja gut, die Tür hier kriegen wir auch noch nicht auf. Entsperrt. Brauchst du auch zwei für die andere Tür. Warte, warte, mach ich. Ist no problem. Ich hab, wenn mir die ganzen Haarklammern nicht wegbrechen würden. Na, komm schon. Komm. Perfekt, ist offen. Bitteschön. Death comes for us all. Hier haben wir noch eine Alien Blaster Patron. Und Nuka Cola Contrum. Ja. Gleich nehmen und trinken, gibt gut. Hier ist noch ein Magazin. Ja, so ein Hättchen. Da ist eine Haarklammerbox. Ja. Die habe ich auch. Das ist Kleber. Warte mal, jetzt muss ich doch mal hinterher kommen. Halluzinogen Gas kann das hier noch. Scheiße, ich hab Besuch. Keine Ahnung, ich glaube damit. Das weiß ich nicht. Wo denn? Einer von euch. Schön. Du hast mein Herz verfehlt, Asche. Hä? Wieso ist denn der gleich so böse? Hier. Alter. Junge. Was stimmte mit ihr nicht? So, und wo wart ihr jetzt? Oben in dem Raum, der vorher verschlossen war. Ah. Ja, diese Power-Rüstung ist manchmal nicht ganz so... Alien-Patrone, Handgranate... Kann einer von euch eventuell Strompatronen teilen? Wie viele willst du denn haben? 50, 20, keine Ahnung, so auf jeden Fall das, was reicht. Ich hab 470. Dann hast du mehr als ich. Wow. Also ich kann dir geben ohne Ende, warte mal. Ja, dann gib 100, so das reicht schon mal auf jeden Fall, um voranzukommen. Munition, Schrot. Ja, ablegen. Was ich so alles habe. Was ich sehe in meiner Lagerbox, dass du alles sammelst. Ja, stimmt. Ich hab ja mit dem alten Charakter ihr alles rübergegeben. Sie hat, glaube ich, 10 Minuten alleine gebraucht gehabt, um sämtliche Sachen, die ich ihr rübergegeben habe, bitteschön. Dass sie da dann halt irgendwie mal ein bisschen, dass sie halt alles einsammeln kann. Hier ist er doch. Hier. Ja, ich komme gerade ganz schlecht dran. Nee, das sind 44er Patronen. Die könnte auch haben, aber das waren meine, die habe ich, brauche ich nicht. Ja, die nehme ich. So, wo war jetzt der Tresor? Den können die auch knacken, ne? Stimmt. Ich blöd. Ich glaube, der war unten, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war. Kampfmesser? Nee, Kampfmesser brauche ich nicht. Nee, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Das könnt ihr vergessen. Kampfmesser, das ist scheiße. Nahkampf ist immer kacke. Warum machst du jetzt die Tür zu? Willst du die Heizkosten sparen oder was? Mehr oder weniger. Mal kurz gucken, was da. Achso, ich habe den sogar schon aufgemacht. Wo ist denn das Scheißding? Oh, da steht da. Hier. Ach, da! Wandtresor. Ja, es gibt aber noch einen. Wo? Wo war denn das?
zeigt eure geheimen Verstecke, ich mach's euch auf. Das ist das Einzige, womit ich gerade helfen kann. Hier war doch noch einer hier oben, oder? Ach, nur Toilette, erstmal kurz aufs Klo. Oh, hier stinkt aber echt. Hallo, ich komme nicht mehr raus, Hilfe. Klo eingesperrt. Jetzt ist mein Fusionskern vorbei. Warte, ich glaube, ich habe noch einen, der aber auch nicht viel mehr bringt. Hier. Wo ist die Tasche? Da. 25 sind da noch drauf. Tipp, wenn du die Powerrüstung nutzt, nicht rennen. Also nicht sprinten und nicht das Wetz nutzen. Dann nee, das verbrauchst mach ich auch nicht. Habt ihr den Safe gefunden? Nö. Das war klar, ich woanders, wo ich den gefunden hätte. Gut, ist egal, diese Außenposten sind sowieso mehr oder weniger nur gut für Munition. Ja. Munition und Waffen. Wir müssen jetzt erstmal zum Camp den ganzen Kram einlagern. Camp hört sich gut an. Ich hätte jetzt ganz einfach gesagt gehabt, ich gehe jetzt zum Camp 1 und reise da schnell hin. Camp 1, wieso? Nee, ich kann nicht, ich bin ja überladen, da war ja was. Ja, siehst du. Wir gehen. Hier drüben ist noch ein Camp, Jungs. Hier drüben ist ein Camp, ihr braucht nicht zu euren Camp laufen. Ja, da ist das von Lu. Noch da unten. Nee. Der hat auch alles. Ich glaube, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Erfolgreich erstmal in den Tod springen. Ja, Powerrüstung hat Vorteile. Ja. Die fängt jeglichen Sprung ab. Erstmal so eine riesen Turbine, ja. Da ist noch jemand zu Hause. Vorsichtig, hier sind wahrscheinlich diese beschissenen Scheiß. Ach, hier könnt ihr auch alles machen. Einfach mal beim Nachbarn rein, passt schon. Das heißt gar nicht. Verratet mir mal, was ihr gerade am meisten nutzt an Munitionsorte. Ich brauche, glaube ich, eigentlich, was ich an Munition brauche, ist eigentlich nur 10er, wenn ich mich nicht irre. 10er? Also 10 mm? 10 mm und vielleicht ein bisschen 45er. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Ich habe Schrot. Schrot habe ich ohne Ende. Fürs Jagdgewehr habe ich ohne Ende. Und Fusionszellen, aber wenn ich irgendwann mal über. In der Powerrüstung hier. Sollte hier auf dem Boden irgendwie droppen. Ja, warte, ich mache ja gerade was. Da habe ich dir zwei frische Fusionskerne hingelegt. Schade, dass man nicht die Waffen mitnehmen kann. Nein, die sind fest, aber warte mal, wo gerade mal Waffen sind. Waffen. Ja, das Problem ist, ich habe leider keine Waffen mehr, die euer Level hat. So, alles gut. Wir wollen ja auch selber spielen und ja nicht, wir haben ja so viel selber ja schon gefunden. Ja, das stimmt. Lass mal vertuschen, habe ich zu wenige. Ja. Irgendwas bestimmt. Warte mal, was du da bist. Ich muss mir jetzt erstmal meine Powerrüstung zusammenstellen. Ich habe ja noch Teile für die Powerrüstung. Torso habe ich. Ich kann dir die restlichen Teile auch geben. Das Teil. Rechtes Bein. Die Pistole brauche ich im Moment erstmal nicht. Brauche ich auch erstmal nicht. Laserpistole, wenn dann nehme ich die automatische. Das kurze Maschinengewehr, das nehme ich mal mit. Rüstung. Gucken wir mal nach der Rüstung, was ich da verbessern kann. Schmeißt euch jetzt einfach gleich mal so ein paar Sachen hin, ne? Nehmt euch da mal und dann guckt ihr, was ihr davon gebrauchen könnt. Mhm. Das ist gerade bei mir sowieso alles mehr oder weniger im Verkauf drin. Und kauft sowieso keine Sau.
fange genauso an wie auf meinem Rechner. Ich mülle so zu. Es ist einfach nur Wahnsinn. Nein, ich mülle euch damit. Hast du die Fusionskerne eingesammelt? Ja. Super. Ich habe jetzt 6 Stück mit denen, die ich noch in der Tasche hatte. Perfekt. Ich schmeiß das mal alles hier hin. Es ist echt eine Menge, was ich euch jetzt hier flanke. Ich brauche nur noch Kopf und Arm, dann habe ich die Raider-Rüstung auch komplett. Warte, Kopf und Arm habe ich ja. Da. So, warte. Rüstung, Power-Rüstung, ja, Raider-Helm. Ja, ist genug. Linker oder rechter? Hatte ich euch ja versprochen, gehabt, könnt ihr haben. Oh. Ja, ich hab einen linken Arm nur. Da sind auch einige mit bei, die sind doppelt. Also solltet ihr euch da vielleicht mal ein bisschen absprechen, wer welchen haben will, weil so also einige sind da ein bisschen einzeln mit bei. Sind vielleicht auch welche mit bei, die unbrauchbar sind, aber was ihr habt, habt ihr. Ja, eine Menge Baupläne und Rezepte, das stimmt. Darky? Ja. Was denn? Ich hab hier dir den Helm abgelegt. Irgendwo, hier. Da. Hab ihn. So, jetzt hab ich auch einen Helm auf. Jetzt fehlt mir nur noch der Arm, dann hab ich die Rüstung komplett. Na, wir sollen uns absprechen, weil da sind einige Sachen doppelt, ne? Ich sammle erstmal alles ein, lerne alles. Und was ich gelernt habe, gebe ich dir dann hier gleich wieder rein. Gute Einstellung. Weil ansonsten wirst du ja nie fertig. So, erstmal alles übergelagert, was ich nicht brauche. Gut. Wie war das nochmal aus der Power-Rüstung rausgehen? Ich vergesse das jedes Mal. E gedrückt halten. Ich wollte nicht mal an die eine Waffenwerkbank rangehen. Und ich wollte mal die normale Rüstung nochmal durchgucken. Ja, Taschen lernen habe ich gerade schon gemacht gehabt, mache ich aber jetzt gleich nochmal. Ich will mal gucken, was ich an Waffen herstellen kann. Einfach mal so aus Interesse. Nur fucking Impro-Waffen. Braucht kein Mensch. So, von mir aus, also ich bin wieder startbereit. Ich habe wieder Munition. Ich habe hier eine Schrotflinte, eine Pumpgun für euch. Pumpgun habe ich selber noch, eine kurze. Nee, zum Verwerten. Die ist, die hat die vorhin eingesammelt gehabt. Da liegt sie. Warte, ich packe da noch mal ein bisschen Schrotmuni rein. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. So, bitteschön. Ich will mal gucken, ob ich da was mitmachen kann. Wart ihr schon beim Whitespring? Whitespring? Mhm, wart ihr da schon? Was war Whitespring? Das war die große Mall, dieses große weiße Gebäude. Nein. Waren wir noch nicht. So, Dark, ich hab dir da mal was hingelegt. Ja, warte. Kannst alles lernen. Ich will doch gleich mal gucken, ob ich noch meine Pumpgun modifizieren kann. Die... Ich folge euch schnell und heimlich. Taschen leeren, richtig, genau. Nochmal Taschen leeren. Waffen. Flittermine kann auch erstmal weg. Ja gut, einige Sachen habe ich auch. Laserpistole brauche ich erstmal nicht mitzunehmen. Die 10mm Maschinenpistole hätte ich gerne weiter mitgenommen. Die Pumpgun kann ich noch verwerten. Und die tatsächlich packe ich erstmal rein. Ich hab dann nochmal was für euch, wenn ihr damit was anfangen könnt. Hier ist noch einer, der rumläuft übrigens, ein Level 8er. Das ist schlecht. Achso, der ist gerade hier beschäftigt. Warte, ich bring's euch da rein.
Wir machen die Tür mal zu. Was auch immer da tut. Hier liegen sie. Wo liegen sie? Da. Habe ich. Perfekt. Ich hab da nochmal zwei Airdrops. Ich wollte nochmal kurz an die Waffenwerkbank. Wieso ist Ludan da mit Hände hoch? Das weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall unbequem aus. Das stimmt. Nee, warte mal. Modifizieren. Ist das ein Krampf oder ist das ein Bug? Achso, okay. Es war gerade noch den Krampf. Ich verstehe gerade nicht, warum ich immer noch so voll bin. Schrott oder Rüstung, Munition, irgendwas, was du dabei hast, was aktuell momentan keinen Wert hat. Wo ist denn hier eine Waffenwerkbank? Hat er die hier irgendwo rumstehen? Da bin ich gerade am Arbeiten dran. Ich will nur kurz was verwerten, das dürfte ja trotzdem gehen. Du kannst auch an der Waffenwerkbank was verwerten. Also eigentlich ist fast überall was möglich. Ja, aber ist ja... Oh, hier ist noch einer mit dem... Ja, gut. So. Die Pumpgun möchte ich noch loswerden. Ich habe die Pumpgun gerade behalten und werde die Schrotflinte modifizieren, weil die Pumpgun schneller, besser, glaube ich, schneller, besser schießt, ne? Hat eine bessere Gut Position. Möglich. Ich werde sie behalten. Ich gehe erstmal wieder in meine Power-Rüstung rein. So. So, was war euer Plan? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Wir wollten gewichtlos werden erstmal noch kurz. Noch mehr gewichtlos werden, gut, okay. Ja, ich bin bei 52, 152 von 45, von 175. Also. Rüstbank. Ich glaube, habt ihr den Bauplan für den Rucksack schon erlernt? Nein. Also ich glaube, ich habe einen Rucksack. Du könntest, glaube ich, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, mit Levelaufstieg kannst du den sogar größer machen. Ich glaube, dann ist Level 10 jetzt gerade aktuell. Also die doppelläufige Schrotflinte hat natürlich einen höheren, Schaden, aber braucht halt länger zum Nachladen. Warte mal, das ist ja dein R für Herstellen, ne? Space für Rucksack. Umso höher das Level des Rucksacks, umso mehr, also es ist nicht viel, es sind glaube ich nur 10% oder 20%, die du mehr reinpacken kannst. Ja, den Standardrucksack kann ich beispielsweise nicht modifizieren. Nee, herstellen. Naja. Du musst auf Herstellen gehen, auf Rucksack und dann auf den... Und dann müsst ihr dir das mit Level mäßig anzeigen. Helm, Kopfbedeckung, leichte Rüstung? Nee, ich kann nur Helm, Kopfbedeckung oder leichte Rüstung herstellen. Ich hab den Rucksack noch nicht gefunden, dann musst du den noch suchen. Wenn du den hast, dann kannst du den Rucksack dann mit diesen Leveln halt. Nee, Baupläne habe ich alle jetzt gelernt, die ich da habe. Und da war aber nicht der mit bei. Bei den hatte ich da aber nicht doppelt gesammelt. Aber ich weiß noch, Weitspringen kannst du eine Menge kaufen. Ja, ich habe jetzt mal den ganzen Alkohol losgeworden. Aha. Jetzt saufe ich noch eine Cola und noch eine, dann kriege ich gleich noch zwei Kronkorken. Dann futtere ich gleich mal noch ein Ribeye Steak. Ah, dieser Alkoholbuff, der ist eklig. Ja, den habe ich auch. Zuckerbomben, fordern mal die mal noch weg, das vegetarische Schnitzel noch. Vegetarische Schnitzel? Ja, es war zwar Schinken, aber egal. Es hört sich hier in diesem Spiel so ziemlich verlockend an. Das vegetarisches Schnitzel. Das hört sich hier ziemlich gut an, hier in diesem Ödland. Nachdem, was ich gesehen habe, dass du den Kannibalen-Mod hast, oder den Kannibalen-Karte genommen hast.
Die Rüstung gehört jemandem, das ist dem 67er, der eben hier rumlief. Ja, man kann sie ja sich trotzdem mal angucken. Ich will sie ja nicht mitnehmen. Außerdem kann ich sie auch gar nicht mitnehmen. Die gelbe, das ist die Baggerrüstung. Sieht halt lustig aus. Ich finde immer noch, meine T60er Rüstung, die ich gefunden habe, ist immer noch die beste. Lass uns doch mal zu dem Herrenhaus. Ne, was, da, zu dem Herrenhaus da hochgucken. Wollt ihr da hochgucken oder wollen wir da hochgehen? Ja, mal hingehen. Also ich kann jetzt wieder einiges töten. Ich mache euch den Weg frei. Hier liegt Schrott. Eine Batterie. Die bringt gut Lithium und... Den haben sie gegrillt. Das ist ein elektrischer Stuhl. Toll. Die war gar nicht angeschlossen. Stichwort Grill. Was? Du hättest gerade grillen können. Nee, einfach nur einen Schluck trinken. Achso. Ich muss unbedingt mich mit Bots mal beschäftigen, beziehungsweise mich mal ganz lieb bei Zockerbraut einschleimen. Mhm. Dass die mir mal so ein bisschen was hilft, dass ich mir beispielsweise Bots einstellen kann. Die dich an Sachen erinnern. Richtig, ich sehe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und beispielsweise, wenn er wieder Technik verkackt und dann halt es mal wieder im Stream ist, dass dann halt einer zugucken kann und dann so sagen kann, so von wegen, Lou war schon wieder 55 Mal lost. Willst du mich verarschen? Also ich will jetzt nicht sagen, aber du bist ziemlich Hilfe schnell down gegangen. Ich spiele blutig, das ist das Problem. Umso weniger Leben ich habe, umso mehr Schaden mache ich. Auch so eine kleine Sache, die ihr dann bei Zeiten, je nachdem wie ihr die Karten oder wie ihr eure Perks habt, ansetzen könnt. Ja, ich passe durch die Tür. Fast leer. Jetzt bin ich schon wieder fast voll. Aber da wo einer war, sind die anderen noch nicht weit, oder? Das ist doch eigentlich... Ja. Wow. Ja, ach man, ich laufe erst mal an dem Verbrannten vorbei. Hallo? Och man, lass mich doch auch noch ein bisschen spielen. Stirb. Oh, hier ist ein Brotkasten. Brotpatronen. Hier ist noch ein. Und Red Axe. Ich sehe nichts, du stehst im Weg. Hier ist ein Fernglas. Mhm, sag ich gerade. Ach, mittlerweile habe ich ja jetzt eins. Jetzt hast du eins. Mit Level 15 ersten Dings haben. Ja, das erste Fernglas. Hier ich war das Kinderzimmer. In dem anderen Run, den ich gemacht habe. Wisst ihr, was im Kinderzimmer im Schrank versteckt ist? Eine Flasche Bier. Dann sollte man Gedanken machen. Ja, damit das Kind gut schläft. Ach so, so die Milch da. Ach doch, ja, das macht. Kinderzimmer im Schrank? Ach, da unten. Nee, wo? Welcher Schrank? Bei mir war da Bier drin, Beistelltisch. In diesem kleinen? Ja. Bei mir ist da ein Schraubenzieher drin. Hm, bei dir ist ein Bier, ein Schraubenzieher, das passt ja alles. Gesprungene Schale. Das hab ich drin. So wirklich was ist hier nicht, ne? Nö, so viel ist hier nicht. Schrot, Red Array verdünnt, Trader-Rüstung, linkes Bein. Braucht jemand eine Schachtel Zigaretten? Ah, es gibt noch einen Keller. Es gibt noch einen Keller hier. Keller ist immer eine ganz eklige Sache. Ich gehe runter. Kuckuck. Klempners hier. Ja, Melonen. Ihr könnt ihr Sachen verwerten. Ja. Könntet ihr auch mal 2 Sekunden warten, bis ich auch die 3 Räume hier abgeräumt habe? Wir sind schneller alles als du. Lass dir Zeit. Es ist alles tot, was hier gewohnt hat. Ihr seid witzig. Auch wenn ich schreie einfach. Ich habe hier den Safe aufgemacht. Ich guck gleich. Ist für mich jetzt nicht wirklich was mit dabei. Er hätte es gedacht. Auch Hundefutter. Hundefutter. Terpentin. Klebeband. Kann ich euch übrigens nur ans Herz legen. Ganz viel Hundefutter einsammeln. Ja, mache ich eigentlich auch immer. Ich habe da so einen wunderschönen Perk, den ich bald nutzen könnte. Welchen? Hundefutter, dreimal so gut, Dings. Ah, in den Stash finden. Ja, das ist eine gute Sache. Ich sammle erstmal alles. Zockerbraut. Nein, kein Kuchen. Hm? Also wenn du in diesem Spiel einen Kuchen findest, fass ihn nicht an. Nein, weil ich mich doch einschleimen möchte. Achso,
Es gibt keinen Kuchen. Natürlich gibt's im Spiel Kuchen. Fancy Lads Kuchen. Schwarz. Ach, Baseballschläger, wer braucht denn sowas? Für die Leute, die keine Waffen hatten, so wie ich vorhin. Ich hätte gut gebrauchen können. Hat jemand die ID-Karte hierfür? Hier gibt's noch einen ID-Kartenleser. Nee. Komm mal, bin da, warte. Würde mich. Wo? Okay. Da hinten in der Ecke. Platz da. Ich versuch's mal. Hier geht nämlich eine Tür auf. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Hier sind zwei ID-Kartenleser. Da drüben ist einer und hier drüben ist einer. Ach, da drüben ist auch nochmal einer. Würde mich nicht wundern, würden diese ID-Karten in diesem Haus irgendwo rumfliegen. Yep. Gut, dann macht euch mal auf Spurensuche. Wir sind zu dritt. Sollte ja wohl eigentlich ziemlich schnell abgeklappert sein. Die kleine Hütte. Mann, wieso ist das so hell? Verbranntes Buch. Wie ging denn Licht an eigentlich nochmal? Ich weiß nicht, wo du dein Hotkey hast. Also ich habe mir alles mehr oder weniger auf die Maus gelegt. Weiß ich nicht. Erstmal ein Bier. Ja, ach, gönn dir. Erstmal einen halben. Weg damit. Ich muss auch ein paar noch verwerten. Ich brauche Rohstoffe. Ich wollte eigentlich keinen Kuchen vorbeischneiden. Ich wollte eigentlich... Kürbiskuchen. Ich wollte dir eigentlich eher irgendwas anderes unterjubeln. Unterjubeln? Kuchen ist immer so aufwendig. Das macht immer so viel Arbeit. Schmortopf, Salz, Tasse, komm mit. Ja. Hier ist noch Alkohol. Ich sammle gerade alles, was ich kriegen kann, weil ich es dann unten verwerten kann. Kronkorken. Hier oben ist ein Kronkorkenlager. Eine Milchflasche. Gewürze. Ja, ich erscheine gleich mal. Kronkorken sind immer gut. Das müsste. Zigarettenstange. Ich weiß nicht, ob es bei euch da auch liegt, aber es müsste da liegen. Ja. Ganz vorne an der Kante. Ja. Ich sammle jetzt erstmal hier alles ein und verwerte das unten. Sauber einstellen. Ich brauch Rohstoffe. Och, ich bin zu blöd an das. Kann aber gar nicht sein, Minion. Ich meine, ich habe Fallout 4 gezockt und ich habe die Städte so riesig gebaut mit den Rohstoffen. Fallout 4 ist auch ein geiles Game gewesen. Ja. Man hat 12 Kronkorken, immer etwas. Ich habe die Fat Lady gefunden, ist egal. Ich hab ein Holo gefunden. Ja, das Holo kannst du dir anhören. Und quasi dir so eine Braut die Ohren zu. Ja gut, dann verzichte ich mal dezent. Dann ihre Geschichte von ihrer Leitplage. Diesen Scheiß habe ich mir auch gerade angehört, deswegen kann ich es dir gerade so sagen. Gut, auf dem Bett liegt mal wieder ein Schachtel Kippen. Okay, ich glaube, wir finden hier keine ID-Karte. Ich habe eigentlich jeglichen Raum abgesammelt und hier ist nirgends was zu finden. Ich sammle trotzdem erstmal alles ein, was ich hier irgendwo finde. Haarklammer. Mitnehmen. Bei dem Verschleiß in dem Spiel. Ich find's komisch, dass ich relativ wenig habe. Das dauert nicht lange, dann hast du wieder ein paar mehr. Kreide, GDR Buttercup. Ein Bau. Eine Lupe. Also ich laufe jetzt schon. Oh, da drüben ist noch ein hier drüben ist noch ein Häuschen. Ja, ich sammle gerade erstmal hier alles ein. Ich bin da noch nicht mehr fertig. Ich will dann gleich auch alles verwerten, gleich nochmal im Keller. Mach ihr das da drüben? Ich sorg mal da drüben für ein bisschen Ruhe. Oh, das ist eine Villa. Ach, das Kind hat eine 8er Kugel im Schrank. Habe ich die schon? Oben ist er hoch. Ne, hier waren wir doch schon, oder? Nein. Waren wir noch nicht? Nein, ich hab's gerade erst entdeckt. Wenn ich es gerade erst entdeckt habe, kenne ich es leider noch nicht vorher. Oh, so, Pumpgun. So, jetzt geht's im Keller zum Verwerten gleich. Oh, ich höre Freunde über uns. Oh, ein Augenbot. Ach, der ist da oben. Alles klar, ich komme. Kronkorken. Ja, ich bin gleich da, Jungs. Ich bin noch gar nicht da, er ist da alleine, aber ich bin jetzt erstmal auf dem Weg in den Keller. Alles gut. Kronkorken.
Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Muss meine Power-Rüstung mitnehmen. Vorsicht, er steht genau vor mir. Fein. So, jetzt kann ich verwerten. Läuft, ich bin durch dein Heilen Level up geworden. So, gleich erstmal fast skillen. So, dich kann ich verwerten, dich kann ich verwerten. Was machen wir denn jetzt wieder? Du wolltest was mit den Kronkorken oder mit dem Hundefutter nehmen. So. Coca-Cola, hoppsala. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Ich nehme das Hundefutter. Eisentscheidung.